und kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 52, Antrag der Fraktion der SPD, Mindestvergütung für Auszubildende einführen, mit dem Tagesordnungspunkt 77, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen, gute Rahmenbedingungen für Ausbildung in Deutschland und Hessen. Als Erstes hat sich der Abgeordnete Wächter zu Wort gemeldet. SPD-Fraktion, bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Worum geht es genau? 515 € im ersten Lehrjahr, 608 € im zweiten Lehrjahr, das sind 18% Steigerung, 695 € im dritten Lehrjahr, ein Plus von 35%. So sieht die Haltelinie aus, die mit einer gesetzlich festgeschriebenen Mindestvergütung für Auszubildende ab 2020 eingezogen werden soll. Die Fortschreibung in den Jahren dann bis 2023 führt, nur dass man das auch einmal gehört hat, wo das hinten rauskommt, zu einer Vergütung von dann 620 im ersten, 732 im zweiten und 837 € im dritten Lehrjahr. Die Mindestvergütung greift überall dort, wo Tarifverträge nichts anderes festgelegt haben, und sie ergänzt die zweite Untergrenze, die man mitdenken muss, die mit maximal 20% unter dem Branchenschnitt definiert ist. Und darin genau dem folgt, was die bisherige Rechtsprechung in Streitfällen als angemessen gesehen hat. Damit dieser zweiten Linie wird sichergestellt, dass die Mindestausbildungsvergütung nicht genutzt werden kann, um Auszubildende möglicherweise schlechter zu stellen in Branchen, die eigentlich schon drüber liegen. Diese Mindestausbildungsvergütung, sehr geehrte Damen und Herren, ist zentraler Punkt des von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurfs zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung. Mit dieser Novelle des Berufsbildungsgesetzes wird ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag eingelöst. Der Gesetzentwurf sieht weitere Maßnahmen und Veränderungen vor, die das duale Ausbildungssystem stärken sollen. Sie betreffen unter anderem das Prüfungswesen, die Fortbildungsordnung, die Anerkennung ausländischer Vorqualifikationen, berufliche Umschulung, Teilzeitberufsausbildung und auch so etwas wie Berufsbildungsforschung. Alles zusammen bildet ein Maßnahmenpaket, mit dem auf den Fachkräftemangel reagiert und die Attraktivität der beruflichen Bildung gesteigert wird. Darin stellt die Mindestausbildungsvergütung sicherlich ein Kernstück dar. Wir reden hier von einem Mindestmaß. Ich sage von einem Mindestmaß an Absicherung für junge Menschen in der Ausbildung, von nicht mehr, aber auch nicht von weniger. Das verdient die ausdrückliche Unterstützung durch das Land Hessen im Bundesrat, und es verdient das öffentliche Signal an alle Auszubildenden in Hessen, dass dieses Haus sich dieses Anliegen zur eigenen Sache macht. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Keine Debatte zur Ausbildung lässt aus, ein Loblied auf das duale Ausbildungssystem in unserem Land zu singen. Die Qualität dieses Ausbildungssystems wird national und international geschätzt und im Kontext des dramatischen Fachkräftemangels immer wieder gefordert, dass es gestärkt werden muss mit der dualen Ausbildung. So die Forderung von allen Seiten. Es müssen jetzt auf Worte Taten folgen. Das ist bitter nötig. Denn zum Loblied, sehr verehrte Damen und Herren, der beruflichen Ausbildung gehört quasi als zweite Stimme, ich bleibe jetzt einmal im musikalischen Bild, eine Melodie, die heißt, wir haben eine Abbrecherquote von durchschnittlich 24%, in Ausbildung mit schlechter Bezahlung von eher 30%. Im Friseurhandwerk sind es 50. Die Gründe für Ausbildungsabbruch sind vielgestaltig, aber ohne Zweifel, und das ist belegt, ist der Zusammenhang einer steigenden Abbruchquote bei schlechter Vergütung. Die Vergütungsspanne in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen ist enorm. Sie reicht von 215 € für den Änderungsschneider, die Änderungsschneiderin, bis zu 850 € für den Estrichleger, die Estrichlegerin. Und das markiert noch nicht einmal die äußersten Grenzen dieser Spanne. Die Beträge fallen dort am geringsten aus, wo Tarifverträge fehlen. Wenn 68% der Jugendlichen sagen, dass ihnen die Höhe der Ausbildungsvergütung eher wichtig oder extrem wichtig ist, bildet sich darin auch ab,
dass die Lebenskosten für diesen Lebensabschnitt deutlich gestiegen sind. Wir erwarten Flexibilität und die Bereitschaft, auch weite Wege für die Ausbildung in Kauf zu nehmen. Das kostet Geld. Wir haben es immer häufiger mit jungen Menschen zu tun, die in ihrer Lebensbiografie zu einem späteren Zeitpunkt in der Ausbildung ankommen oder noch einmal ankommen. Der Schnitt liegt ungefähr bei 20 Jahren. Auch das hat Bedeutung für die Frage, wie viel Geld benötigt wird, um auskömmlich unterstützt zu sein. Und nicht zuletzt haben wir eine Situation auf dem Wohnungsmarkt, da brauche ich jetzt nicht viele Worte zu verlieren, die die finanziellen Herausforderungen für junge Menschen komplett verschoben hat. Und trotzdem leisten wir es uns, dass in nicht wenigen Ausbildungsberufen die Vergütung unter dem Niveau des Schüler-BAföGs liegt. Was ist das für eine Botschaft? Da können wir nicht ernsthaft an die Menschen, die können wir nicht ernsthaft an die Menschen senden wollen, die angeblich so sehr von uns als zukünftige Fachkräfte erwartet werden. Der vorliegende Gesetzentwurf heilt diese Schieflage. Er heilt die Schieflage, hebt die Vergütung schon in der ersten Stufe über das Schüler-BAföG und trägt auch der Tatsache Rechnung, dass davon ja auch Sozialbeiträge noch zu zahlen sind. Wenn wir es ernst meinen, dass die berufliche Bildung uns am Herzen liegt und wir sie gleichberechtigt neben der akademischen Ausbildung verstehen, dann muss das auch dadurch deutlich werden, dass Auszubildende in ihrer Vergütung eine Wertschätzung entdecken und keine Almosen. Ein Blick auf die Lage am Arbeitsmarkt. Wir haben in Deutschland 1,34 Millionen Auszubildende. Für das Jahr 2017 hat die Bundesagentur für Arbeit festgestellt, dass fast 65.000 Azubis weniger als 400 € und weitere 50.000 weniger als 500 € monatlich erhalten haben. Anders formuliert, in knapp 50 Berufen, in denen ausgebildet wird, profitieren junge Menschen von dieser neuen Mindestabsicherung. Der Blick von der anderen Seite aus Sicht der Arbeitgeber. Von dem vorgeschlagenen Einstieg bei knapp über 500 € im Jahr 2020 sind 19% der Handwerksbetriebe und ca. 11% in der Gesamtwirtschaft mit Mehrkosten bei der Vergütung betroffen. Und hier werden, da bin ich sicher, die Einwände ansetzen. Die Einwände, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass hier staatliche Intervention kommt, die Unternehmen belastet. Der Blick auf die Tariflandschaft lässt uns entdecken, wie viele Betriebe ohne Tarifbindung unterwegs sind. Und gleichzeitig greift der gesetzliche Mindestlohn für Azubis nicht. Diese Lücke muss geschlossen werden. Und vielleicht trägt die Mindestausbildungsvergütung auch dazu bei, die Tarifflucht etwas einzubremsen. Vielleicht ist es dann nicht mehr so attraktiv, außerhalb der Tarife unterwegs zu sein. Es kann dabei helfen, sehr verehrte Damen und Herren, sich auch noch einmal klarzumachen, dass Auszubildende an der betrieblichen und gesellschaftlichen Wertschöpfung unmittelbar beteiligt sind. Sie sind keine billigen Hilfskräfte. Sie sind Teil der Qualität des Handwerks mit monatlich wachsender Fachlichkeit. Das muss und soll sich in der Vergütung widerspiegeln. Von der anderen Seite wird vermutlich der Einwand kommen, dass das hinten und vorne nicht langt, viel zu zaghaft ist. Da sind auch schnell mal Zahlen von über 1.000 im Gespräch. Das nehme ich als ein gutes Zeichen, denn die Kritik von diesen zwei Seiten könnte deutlich werden lassen, dass der Gesetzentwurf ein gutes Maß in der Mitte gefunden hat. Es darf jedenfalls zuversichtlich stimmen, dass sowohl die Gewerkschaften als auch der Bund Deutscher Arbeitgeber zu einer positiven Bewertung kommen. Und es ist auch nicht ganz verkehrt, wenn man sich davon erhofft, auch für zukünftige Tarifverhandlungen in Branchen, die unter der Mindestausbildungsvergütung liegen, eine, sage ich mal, Weg- und Orientierungsmarke für eine schrittweise Anhebung zu liefern. Auch da gibt es Signale. Wer glaubt, sehr verehrte Damen und Herren, im Kielwasser dieses Gesetzes mitzuschwimmen, hätte schon genug getan, der täuscht sich. Auch das muss heute hier gesagt werden. Ein bisschen mehr darf man dann doch noch erwarten, wenn man das duale System in Hessen erkennbar stärken und entwickeln will. Und ich denke, wir hätten hier an allererster Stelle bei den beruflichen Schulen anzusetzen. Das fängt damit an, dass Berufsschulstandorte erhalten bleiben müssen. Dazu wird es bei kleinen Zahlen kreative Lösungen brauchen. Aber der Weg für Schülerinnen und Schüler, immer weiterzumachen, wird keine Lösung sein. Und natürlich müssen wir auch wieder von Personal und Ausstattung sprechen, und gerade auch hier in den Berufsschulen von digitaler Ausstattung. Da wird das, was in Hessen angekündigt ist, vorne und hinten nicht reichen. Aber, sehr verehrte Damen und Herren, lassen wir diese letzten Punkte doch einfach einmal als Hausaufgaben für die Landesregierung so stehen.
Und gehen wir mit einem gemeinsamen Signal dieses Hauses einen ersten Schritt. Lassen Sie uns ein Signal der Stärkung von Jugendlichen, die den Weg der beruflichen Bildung gehen wollen, aussenden. Lassen Sie uns ein Signal für eine sichere und selbstbestimmte Zukunft an diese jungen Menschen aussenden. Lassen Sie uns auch ein Signal der Stärkung an die Unternehmen aussenden, weil es eine Maßnahme zur Werbung und Gewinnung von Fachkräften darstellt. Wir schätzen damit junge Menschen wert, wenn wir mit einer Mindestabsicherung bei der Ausbildungsvergütung Verantwortung dafür übernehmen, dass sie ihren Weg in den Beruf motiviert gehen und erfolgreich abschließen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Becher. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Martin von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, über das wichtige Thema Ausbildungspolitik hier in Hessen zu sprechen. Der Kollege Becher hat vollkommen zu Recht gesagt, dass wir für unser Modell der dualen Berufsausbildung in Deutschland auf ganz vielen Orten in der Welt beneidet werden. Unsere Jugendarbeitslosigkeit ist gering, die Qualität unserer Ausbildung hoch, und die duale Berufsausbildung ist ein Erfolgsmodell in Deutschland und auch hier bei uns in Hessen. Hessen hat und Hessen braucht auch weiterhin Unternehmen, die engagiert ausbilden, und wir brauchen motivierte junge Menschen, die eine Ausbildung absolvieren, denn sie sind in der Tat die gefragten Fachkräfte von morgen. Und wir, CDU und Grüne, wir haben uns in unserem Koalitionsvertrag ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Wir wollen die hessische Fachkräfteoffensive fortführen und zeitnah 100.000 neue Fachkräfte für Hessen gewinnen. Und um dieses Ziel erreichen zu können, sind attraktive Rahmenbedingungen rund um die Ausbildung elementar. Deshalb ist es gut, dass im Moment auf Bundesebene das Berufsbildungsgesetz novelliert wird. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es auch die Mindestausbildungsvergütung, also letztlich einen Mindestlohn für Auszubildende, der Kollege Becher hat das ausgeführt, in den Koalitionsvertrag von Union und SPD im Bund geschafft hat. Denn häufig reicht die Ausbildungsvergütung nicht für ein selbstbestimmtes Leben, Miete, Lebenshaltungskosten oder auch nur die Kosten, um zur Arbeit zu pendeln. All das bezahlt sich eben auch für Auszubildende nicht von alleine. Wir Grüne setzen uns im Bund deshalb schon seit vielen Jahren für eine Mindestausbildungsvergütung ein. Denn eine angemessene Vergütung ist nicht nur Zeichen der Wertschöpfung, der Wertschätzung, sie ist auch ein Garant für selbstbestimmtes Leben. Und nicht nur das, höhere Löhne stützen das Wachstum, das titelte die Hans-Böckler-Stiftung in ihrer jüngsten Ausgabe des Impuls-Magazins. Die Löhne in Europa sind deutlich gestiegen, heißt es dort. Das stabilisiere die Konjunktur und festige den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und nach der Ankündigung von 2017 im Koalitionsvertrag wird genau diese Mindestausbildungsvergütung jetzt umgesetzt. Im Bundestag ist das Ganze schon durch. Es befindet sich gerade mit dem gesamten Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, auch ein sehr schöner Gesetzestitel, inklusive der Mindestausbildungsvergütung zur Abstimmung im Bundesrat. Das ist gut, wir begrüßen das. Von einem selbstbestimmten Leben kann allerdings bei monatlich im ersten Ausbildungsjahr 515 Euro noch keine Rede sein. Von einem großen Wurf insgesamt kann man beim Berufsbildungsmodernisierungsgesetz leider nicht sprechen. Junge Menschen brauchen klare Aufstiegsperspektiven, eine faire Vergütung für ihre Arbeit, und es braucht nach unserer Ansicht eine gesetzliche Ausbildungsgarantie, die allen jungen Menschen Zugang zu einer Ausbildung ermöglicht, wenn nicht im Betrieb, dann überbetrieblich. Und wenn dem Bund da so ein bisschen die Ideen fehlen, dann darf er auch gerne bei uns in Hessen abschreiben. Ich empfehle da ganz besonders das Azubi-Ticket für den ÖPNV. Damit sorgen wir Tag für Tag in Hessen dafür, dass Auszubildende mehr Geld in der Tasche haben. Und das funktioniert offensichtlich auch ganz gut. Seit 2014 steigt die Zahl der Hessinnen und Hessen, die eine betriebliche Ausbildung ergreifen, kontinuierlich an. Neben dem Ticket für Schüler und Auszubildende und der Einführung der Azubi-Card wollen wir denjenigen Perspektiven eröffnen, die zwar arbeiten, aber formal keinen Berufsabschluss erworben haben und den berufsbegleitend nachholen können. Außerdem werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen,
Wie sieht es mit Ausbildungsverbünden aus, um besonders diejenigen zu unterstützen, die auf dem Arbeitsmarkt es besonders schwer haben? Hier ist ebenfalls denkbar, in diesen Fällen Betriebe durch die Übernahme des ersten Ausbildungsjahres finanziell zu entlasten. Und natürlich spielen auch die Rahmenbedingungen rund um die Ausbildung eine entscheidende Rolle. Deshalb will ich besonders verweisen auf die geplante Reform der Ausbildung in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Erziehung. Die Ausbildung soll gestrafft und in das erfolgreiche duale System überführt werden. Es soll eine faire Ausbildungsvergütung gezahlt werden, statt dass Auszubildende auch noch ein Schulgeld bezahlen müssten. Auch solche Regelungen hätte man in Berlin durchsetzen können. Diese Chance hat man vertan. Wir sind aber gerne bereit, da in Hessen an den möglichen Stellen nachzusteuern. Etwa das Modell der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher, das in einigen hessischen Kommunen bereits durchgeführt wird. Im Sommer startet es z.B. auch hier in Wiesbaden. Gemeinsam mit Fachschulen und Kommunen kann der Ausbildungsgang neu strukturiert werden. Das ermöglicht eine Unterstützung in der Kita, weil junge Menschen bereits während der Ausbildung zur Verfügung stehen. Für die jungen Menschen bedeutet es die Zahlung einer Ausbildungsvergütung. Auch dieses Modell gilt es entsprechend weiter engagiert zu bearbeiten. Und in der Debatte rund um die konkrete Höhe der Mindestausbildungsvergütung gibt es ja auch diejenigen, die sagen, die Vergütung muss ja gar nicht reichen, um sich komplett nur daraus finanzieren zu können. Dann wäre es aber doch essentiell, dass die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, die zusätzlich zur Verfügung stehen, wie etwa das BAföG für Auszubildende, dass die in einem angemessenen Umfang zur Verfügung stünden und dass sie vor allem auch unter praxisnahen Bedingungen zur Verfügung stünden. Beides ist leider nicht der Fall. Es gibt immer wieder Kritik am BAföG daran, wer es bekommt, an den damit verbundenen bürokratischen Anforderungen und nicht zuletzt natürlich auch an der konkreten Höhe des BAföGs. Ich hatte eingangs betont, dass ich mich freue, dass wir heute über die Ausbildungspolitik sprechen dürfen. Ich war allerdings etwas verwundert, als ich den vorliegenden Antrag gelesen habe. Im Kern, neben so allgemeinen Sachen, die natürlich richtig sind, aber jetzt auch nichts Neues, ist die Kernforderung, dass die Landesregierung sich im Bundesrat einsetzen soll für die Mindestausbildungsvergütung. Ein Appell an die zuständige Bildungsministerin ist gar nicht notwendig, weil die hat ja das entsprechende Gesetz vorgelegt. Eine Initiative im Bundesrat ist auch nicht notwendig, weil da ist ja die Mindestausbildungsvergütung bereits. Insofern spricht man, wenn man über Unterstützung spricht, höchstens davon, stimmt die Landesregierung zu oder nicht. Und dass wir da in dieser Frage zumindest im Grundsatz an einem Strang ziehen, das ist wohl hinreichend klar geworden. Und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, warum davon ausgegangen wird, dass die Landesregierung das eventuell blockieren würde. Denn ein Teil der Landesregierung, die CDU, stellt ja die zuständige Ministerin, die das im Bund vorantreibt. Ein anderer Teil der Landesregierung, die Grünen, die auch hier in Hessen die Verantwortung für dieses Ressort tragen, die wollen ja selber schon seit Jahren eine Mindestausbildungsvergütung. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass die Landesregierung die Thematik gewissenhaft und in unserem Sinne auch im Bundesrat behandeln wird. Meine Damen und Herren, wir begrüßen das Vorhaben, auf Bundesebene eine solche Mindestausbildungsvergütung einzuführen. Wir Grüne halten die konkrete Höhe im ersten Jahr für zu niedrig. Denn uns ist es wichtig, dass Auszubildende in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbstbestimmt führen zu können. Eins können wir hier aber, glaube ich, doch auch mehrheitlich festhalten, nämlich dass die Mindestausbildungsvergütung einen wichtigen Beitrag leistet zur Verbesserung der Qualität in unserer Ausbildung. Viele Auszubildende werden insbesondere im zweiten und dritten Ausbildungsjahr mehr Geld in der Tasche haben, und das begrüßen wir natürlich ausdrücklich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Martin. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Richter zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Der Antrag der SPD zur Mindestvergütung für Auszubildende lässt viele Fragen offen, da er auf die Bereiche nicht eingeht, die wesentlich wichtiger sind als eine Mindestentlohnung von Auszubildenden. Eines der größten Probleme für Unternehmen neben dem demografischen Wandel – vielen lieben Dank – ist überhaupt, junge Menschen zu finden, die nicht den Weg eines Studiums beschreiten möchten. Ursache ist ein gesellschaftliches Bild in Deutschland, welches Menschen
unterschiedlich bewertet. Während man überall in Deutschland die Gleichheit aller mit großen Worten darstellt, ist die Realität, meine Damen und Herren, dann doch eine andere. Akademiker werden hoch angesehen, während immer noch von gerade diesen Kreisen auf Arbeiter herabgeblickt wird. Schauen wir doch hin, wie Menschen beurteilt werden, die kein Abitur haben, und schauen wir noch genauer hin, wie Realschüler heutzutage von vielen in der Gesellschaft angesehen werden. Sie als Parlamentarier frage ich, wie viele Ihrer Kinder haben Abitur, studieren, und wie sehr bemühen Sie sich, dass Ihre Kinder einen Beruf ergreifen, der gesellschaftlich hoch angesehen ist. Die Jugendlichen selbst blicken bereits als Abiturienten teilweise auf jene herab, die kein Abitur haben und nur einen Beruf ausüben. Was ist ein Bäcker, ein Schreiner oder ein Metzger in unserer Gesellschaft gegen einen Arzt, einen Rechtsanwalt oder einen Professor? Dieses gesellschaftliche Ungleichgewicht hat sich immer weiterentwickelt und ist Teil der Probleme, die viele Unternehmen heute haben, wenn sie Auszubildende suchen. Die Frage ist somit nicht allein, was ein Auszubildender verdient, sondern vielmehr, was er gesellschaftlich an Wertschätzung in der Ausbildung und später im Beruf erfährt. Dies lösen wir nicht durch einen solchen Antrag, sondern durch eine erhebliche Aufwertung von Arbeitern in unserer Gesellschaft. Das nächste Problem ist die schulische Ausbildung. Wie wir das lösen? Durch uns selbst, indem wir diese Anerkennung schlicht und einfach weitergeben. Das nächste Problem ist die schulische Ausbildung. Während früher sehr viele Hauptschüler und Realschüler einen Ausbildungsberuf ergriffen haben, sind die Anforderungen heute gestiegen. Somit ist ein nicht unbeträchtlicher Teil von Auszubildenden bereits über 18 Jahre, wie es eben auch richtig erwähnt wurde, und beginnt den Beruf nicht mit 15 oder 16 Jahren, was einen erheblichen Unterschied bei den Lebenshaltungskosten ausmacht. Diese wiederum sind sehr unterschiedlich in den jeweiligen Regionen, und natürlich sind die Löhne sehr abhängig von den Berufsfeldern. Wir alle wissen, dass Friseure, Bäcker, Floristen und einige andere Berufszweige am niedrigsten bezahlt werden. Wir alle wissen aber auch, welche Bereitschaft in der Gesellschaft vorhanden ist. Auch da möge jeder sich an die eigene Nase mal fassen, entsprechend für die Waren und Dienstleistungen dieser Bereiche zu bezahlen. Somit können viele Unternehmen schlicht das nicht leisten, was hier gefordert wird. Und exakt deswegen gibt es Tarifverträge, denn die Tarifpartner wissen am besten, was in ihren Branchen möglich ist. Hier versucht die SPD, sich bei jungen Menschen beliebt zu machen und verkennt völlig, dass bereits eine Vielzahl an Möglichkeiten existiert, die Auszubildende in Anspruch nehmen können, wenn sie finanzielle Hilfe benötigen. Wir müssen auch die Unternehmen sehen, die in vielen Bereichen längst nicht mehr ausbilden, und hier jenen Unternehmen das Feld überlassen, die diese Arbeit leisten. Und wer den jungen Menschen eine vernünftige Ausbildung zuteilkommen lassen möchte, weiß sehr genau, dass dies für die meisten Unternehmen eine Herausforderung ist. Ein Auszubildender im Handwerk kostet durchschnittlich im Jahr 17.000 bis 18.000 €, wenn man alles zusammenrechnet. Und er arbeitet rund zwei Drittel dieser Kosten wieder, wenn er seine Ausbildung auch abschließt. Für die Unternehmen ist somit sinnvoll, auszubilden und die Auszubildenden später zu übernehmen, um jemanden im Betrieb zu haben, der auf diesen Betrieb zugeschneidert ist, da die Kosten von rund 5.400 € im Jahr nun einmal vom Unternehmen selbst getragen werden müssen. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die ihre Ausbildung weniger ernst nehmen, das möchte ich nicht in Abrede stellen, und wo die Investitionskosten in die Ausbildung der Auszubildenden geringer ist. Die Vielzahl der Unternehmen, die sich allerdings aus der Ausbildung verabschiedet haben, sprechen eine andere Sprache. Und so sind die früher sehr guten Ausbildungsplätze mit eigenen Ausbildungswerkstätten fast nicht mehr vorhanden, weil diese sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechnen. Eine Mindestentlohnung ist somit exakt bei den Betrieben kontraproduktiv, die bereits heute kaum am Markt bestehen können, einen hohen Wettbewerbsdruck haben und dann eher jemanden einstellen, der bereits ausgebildet ist, als einen Auszubildenden, der nur noch unwesentlich weniger kostet. Wir reden hier über Berufe, wo dann der Spread zwischen denjenigen, die ausgebildet sind, und den Auszubildenden so gering ist, dass die Ausbildung wirklich keinen Sinn macht. Bitte bedenken Sie dabei die Fehlzeiten durch die Berufsschule und den Aufwand, den die Unternehmen leisten müssen, um überhaupt eine gute Ausbildung gewährleisten zu können. Würde sich wiederum die schulische Ausbildung dergestalt verbessern, dass junge Menschen mit einem Realschulabschluss bestmöglich für Unternehmen vorbereitet sind, und würden sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ebenfalls ändern, meine Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt,
es würde wieder wesentlich mehr ausgebildet. Denn für junge Menschen, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind, reichen die Ausbildungsvergütungen aus. Und dort, wo ein Wohnortwechsel notwendig ist oder eine andere Hilfe notwendig wird, dafür gibt es die Berufsausbildungsförderung. Man mag an dieser noch einiges verändern und verbessern können. Aber dem hier gestellten Antrag wird kein Auszubildender mehr eingestellt und sich auch kein Auszubildender besser stehen. Sie müssen die Grundvergütung am Ende so niedrig wählen, dass alle Berufsfelder abgedeckt sind. Und damit liegen Sie bei den meisten Berufsfeldern automatisch unterhalb der 80% der Tarifverträge. Und was Sie eine Tarifflucht nennen, meine Damen und Herren, ist keine solche, sondern nun einmal Versäumnis der Gewerkschaften, die sich nicht mehr ausreichend um die Arbeitnehmer kümmert und mehr Politik betreibt, denn gewerkschaftliche Arbeit, ich erwähne es gerne immer wieder. Es ist so. Es ist so, die Leute sollen sich um die Arbeitnehmer kümmern. Das ist der Job. Die Mindestvergütung steigert eben nicht die Attraktivität von Ausbildung, sondern wird am Ende sogar dazu führen, dass viele Unternehmen weniger ausbilden und wir einen noch größeren Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften haben, als wir ihn derzeit bereits sehen. Entschuldigung, ich kann nicht reden und Ihnen gleichzeitig zuhören. Das ist ein bisschen schwierig. Es braucht hier keine staatlichen Eingriffe, wie in diesem Antrag gefordert. Es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Wandel und eine erhebliche Verbesserung der schulischen Ausbildung, sodass junge Menschen wieder früher beginnen, in die Ausbildungsberufe zu kommen und dabei die Anerkennung und Wertschätzung erfahren, die ihnen aufgrund ihrer Leistung auch zusteht. Die Herausforderungen der Zukunft für Industrie und Handwerk sind natürlich vielfältig. Und diesen wird auch seitens der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern begegnet. Es gibt längst entsprechende Handlungsansätze für die Zukunft, die sich mit dem Mangel an Nachwuchskräften beschäftigen. Es werden somit nicht nur Unternehmen in Zukunft am Markt bestehen können, die entsprechende Nachwuchsstrategien entwickelt haben. Dies gilt insbesondere für weniger attraktive Ausbildungsberufe. Ebenfalls ist eine an aktuellen Problemstellungen orientierte Kompetenz der Berufsschullehrer notwendig, die wesentlich praxisbezogener sein muss und somit zukunftstauglich weiterentwickelt werden muss. Für viele Betriebe ist die Vermittlung neuer Ausbildungsinhalte kaum mehr möglich, was eine wesentlich engere Verzahnung zwischen berufsbildenden Schulen und ausbildenden Betrieben notwendig macht. Die Unterstützung durch das Land Hessen von Kammern und Verbänden ist gerade für kleine Unternehmen überlebenswichtig, während größere Unternehmen eher langfristige Unternehmensvisionen entwickeln können. Bei allen Zukunftsvisionen, die bereits für den Ausbildungsbereich entwickelt wurden, ist in keiner mir bekannten Studie die Ausbildungsvergütung je thematisiert worden, und das aus gutem Grund. Sie ist nicht Basis einer guten Ausbildung. Die Basis liegt auf den von mir angerissenen Themenfeldern und vielem mehr, die am Ende dem demografischen Wandel und dem Nachwuchsmangel ebenso begegnen wie der gesellschaftlichen unterschiedlichen Anerkennung von Akademikern und Arbeitern. Wir lehnen diesen Antrag ab, da er nicht zielführend ist, nicht im Geringsten auf die zukunftsbezogene Lösungsansätze bietet und sich die Politik hier wieder mit etwas beschäftigt, bei dem Unternehmen und Kammern längst entsprechende Lösungsansätze erarbeitet haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter. – Als Nächstes hat sich die Abg. Bächle-Scholz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die SPD stellt die Mindestvergütung für Auszubildende in den Mittelpunkt der Aktuellen Stunde. Die CDU sieht dieses Thema durchaus auch als wichtig an. Insofern sind wir nicht weit auseinander. Doch sollte man auch darauf blicken, was in Deutschland und Hessen bereits geleistet wird. So bei der dualen Ausbildung. Die Qualität unseres dualen Ausbildungssystems ist ein weltweit anerkanntes Erfolgsmodell. Dies haben wir bereits heute schon mehrfach gehört. Es ist sicherlich auch eines der wesentlichen Gründe dafür, dass wir mit
5,3 die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit überhaupt europaweit ausweisen. Die zweitniedrigste Quote in Bezug auf die Jugendarbeitslosigkeit weist die Niederlande mit 6,2 aus, also fast 1 mehr als die Bundesrepublik. Der europäische Durchschnitt liegt bei 14,2. Jetzt sehen Sie, wie gut unsere Ausbildung ist. Wie gut sich die Ausbildungssituation insgesamt darstellt, zeigt auch der Berufsbildungsbericht von 2019. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage liegt da bei 106. Das heißt, 100 Ausbildungssuchende stehen 106 Ausbildungsangebote gegenüber. Klar ist aber auch, jedem, der einen Ausbildungsplatz sucht, kann mithin ein Angebot gemacht werden. Aber natürlich bekommt nicht jeder seinen Traumausbildungsplatz. Ausbildungsplätze werden nämlich dort angeboten, wo Arbeitsplätze aller Voraussicht nach auch in Zukunft vorhanden sein werden. Mithin kann also jeder, der einen Ausbildungsplatz annimmt, vielleicht auch nicht in dem ihm konkreten gewünschten Beruf, erwarten, langfristig in seinem Ausbildungsberuf tätig sein zu können. Auch dies ist ein Erfolg. Trotzdem wissen wir auch, werden Ausbildungsplätze nicht alle besetzt werden können. Hier wird es darum gehen, diese im Sinne einer funktionierenden Wirtschaft mit Auszubildenden zu besetzen, die ihre Wurzeln im Ausland haben. Ein gutes und bewährtes System bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass es nicht noch etwas zu verbessern gibt oder dass es an neue Herausforderungen angepasst werden muss. Dieser Aufgabe hat sich die Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek, und der Hinweis sei mir erlaubt, eine CDU-Bundesministerin, ist sie diesem nachgekommen. Das Berufsausbildungsmodernisierungsgesetz wurde am 15. Mai 2019 vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht und wird am 27. Juni 2019 in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Ein Bestandteil dieses Gesetzes ist eine Mindestvergütung für Auszubildende. Und vorab, soweit es um die Vergütung von Auszubildenden geht, ist festzustellen, dass bereits gesetzlich, und zwar von § 17 Absatz 1 Satz 1 Berufsbildungsgesetz und der hierzu ergangenen Rechtsprechung, ein Auszubildender einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung hat. Und neben dieser gesetzlichen Regelung ergeben sich in vielen Branchen die Ausbildungsvergütungen aus den entsprechenden Tarifverträgen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass für die Arbeitnehmer ein Mindestlohn festgesetzt worden ist, erscheint es mir allerdings folgerichtig, auch eine Mindestausbildungsvergütung festzulegen. Wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, dass die in Westdeutschland gezahlte durchschnittliche Ausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr bei 799 Euro liegt, mithin also deutlich über der zurzeit in Rede stehenden Untergrenze von 515 Euro pro Monat. Und allerdings, und dies wird von mir auch nicht bestritten, gibt es Fälle, in denen diese Untergrenze aber auch unterschritten wird. Hier herrscht Handlungsbedarf und hier wird gehandelt. Lassen Sie mich hierfür ein Beispiel nennen. So haben die Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen, die wir allesamt gerne als Glücksboten sehen, im ersten Lehrjahr in Westdeutschland 2017 im Durchschnitt nur 450 Euro oder eine Friseurin bzw. Friseur nur 406 Euro enthalten. Summen, die ich nicht für akzeptabel erachte, zumal Durchschnitt bedeutet, dass es auch wesentlich drunter sein kann. Es muss darüber hinaus natürlich gesehen werden, dass die Ausbildungsvergütung in den letzten 10 Jahren in der Bundesrepublik im Durchschnitt um rund 40 angestiegen ist. Ich persönlich rechne auch mit einem weiteren Anstieg der Ausbildungsvergütung, da wir zurzeit, wie ich es schon ansprach, einen Mangel an Auszubildenden haben.
Neben dieser Veränderung erscheint es mir aber auch wichtig festzustellen, dass die Rahmenbedingungen von Ausbildung in Hessen besonders im Bereich der Gesundheit, Pflege und Erziehung verbessert werden. Hierzu gab es bereits ja schon eine Pressekonferenz. Der Landtag setzt sich daher für eine Kostenfreiheit der Ausbildung in allen gesundheitlichen Ausbildungsberufen, verknüpft mit einer Ausbildungsvergütung ein. Dies erscheint mir insbesondere in diesem Mangelbereich von einer zentralen Bedeutung. Natürlich gilt es auch anzumerken, dass Bundesminister Jens Spahn, auch ein CDU-Minister, bereits aktiv geworden ist, zum Beispiel mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz. Neben diesen Punkten gibt es noch weitere Veränderungen in dem vorliegenden Bundesbildungsmodernisierungsgesetz, die zumindest angesprochen werden sollten. Für die Zukunft wird es darum gehen, Menschen, die berufstätig sind und keinen formalen Berufsabschluss haben, einen realisierbaren Weg aufzuzeigen, um einen solchen berufsbegleitend nachzuholen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass es hier schon diverse Programme gibt, ist es unsere Aufgabe, diese noch einmal mehr publik zu machen, damit sie vermehrt in Anspruch genommen werden. Und wenn wir schon über die Veränderungen im Bundesbildungsgesetz sprechen, gehört mit dazu zu erwähnen, dass in den Neuregelungen noch weitaus mehr Punkte zur Verbesserung der Berufsausbildung vorgesehen sind. Sei es die Verbesserung der Durchlässigkeit auch innerhalb der beruflichen Verbildung, die Stärkung und Weiterentwicklung der höher qualifizierten Berufsausbildung mit transparenten Fortbildungsstufen und noch einiges mehr. Aber so manch neue Bezeichnung wird uns sicherlich, jedenfalls mir geht es so, nicht direkt von der Zunge gehen, weil sie mir zunächst als Worthülsen vorkommen. Bachelor Professional oder Master Professional. Aber wie so oft wird sich sicherlich vieles mit der Zeit ergeben. Und lassen Sie mich auch noch erwähnen, wie viele sprechen heute noch von Lehrling und nicht vom Auszubildenden. Und bei manchen ist der Realschulabschluss noch das Einjährige, weil 1832 man im Königreich Preußen mit der mittleren Reife die Möglichkeit hatte, die Wehrzeit auf ein Jahr zu verkürzen. Wir werden, und das habe ich auch schon erwähnt, unsere Ausbildungsoffensive in Hessen fortsetzen. Die Zahlen sprechen für sich. Insgesamt werden wir unserem Entschließungsantrag, der stärker auf die hessischen Gegebenheiten abstellt, als dies von Seite der SPD geschieht, unsere Zustimmung ergeben und folgerichtig den SPD-Antrag ablehnen. Zum Abschluss seien mir aber noch zwei Bemerkungen erlaubt. Zum einen, normalerweise gehe ich ja davon aus, dass die Opposition Diskussionspunkte bzw. Anträge auf die Tagesordnung des Hessischen Landtags setzt, indem sie die Landesregierung oder ihr Handeln hinterfragt und kritisiert. Ich durfte jetzt zum wiederholten Male feststellen, dass von Seiten der SPD in ihren Anträgen bzw. von ihnen aufgerufenen Diskussionspunkten ausschließlich bundespolitische Fragen diskutiert wurden. Mich freut dies, da ich aufgrund ihres Verhaltens feststellen kann, dass sie mit der hessischen Landesregierung zufrieden sind und im Großen und Ganzen nichts Kritikwürdiges vorzubringen haben. Zum anderen freut es mich natürlich auch als Vertreterin der CDU, dass Sie mit Ihren Anträgen die Umsetzung des Koalitionsvertrages auf Bundesebene durch die unter Angela Merkel für die CDU geführte Bundesregierung jedes Mal durch Einzelanträge positiv begleiten. Auch dies ist ein Signal, was ja von heute ausgehen soll. Vielen Dank dafür.